Dieser Fiat Ducato wird euch lange in Erinnerung bleiben, weil ich bin großer Verfechter von Fiat. Ja, es gibt ja nicht so viele, die sagen, ey, es muss unbedingt Mercedes sein. Der Fiat ist eigentlich vom Fahrwerk her das bessere Ausbaumobil für Reisemobile, ganz klar. Und man muss sagen, das, was ihr da reingezaubert habt, das ist so sehenswert, dass also eingefleischte Fiat-Fans wirklich sich davor verbeugen und sagen, das ist eins der besten Ausbaukonzepte aller Zeiten für ein Fiat, oder? Das ist schön, wenn das so gesehen wird. Das war unser Ziel, genau das zu erreichen. Und das scheint so, dass wir das geschafft haben. Also du hast mich überzeugt und ich habe schon viel gesehen. Aber das, was hier drin ist, habe ich noch nie gesehen. Und ich habe mir das Ganze am Donnerstag schon angeguckt. Okay. Und hatte euch auf der Liste, aber es war sehr eng. Wir sind jetzt hier auf der CMT. Die CMT, großer Erfolg für euch, oder? Die CMT, großer Erfolg bei uns, wie Düsseldorf vorher auch, ja. Jeder, der hier auf die Fläche kommt, auf den Stand und die Fahrzeuge sich anschaut, sagt, superklasse, endlich mal was anderes, weg von dem Standard, den alle oder eben die meisten im Ausbau anbieten, mal ein völlig anderes Raumkonzept und trotzdem für mehr als zwei Personen ausgelegt. So, ich habe es noch gerade hier abgefilmt, 100.000 Euro ist natürlich eine Stange Holz, aber man muss sagen, das hier ist wirklich das technisch Machbare mal gezeigt. Der ist voll, oder? Der ist voll, wobei man dazu sagen muss, allein die Vollfolierung des Fahrzeugs und die Sonderfronten auf den Möbeln sind schon allein in Summe 10.000 Euro, also es geht auch günstiger, ohne dass man dann auf Nutzen verzichten muss. Ja, aber er fällt halt auf. Ja, wenn du mal so nett bist, das Schild mal wegnimmst, das habe ich nur geholt, damit ich es abfilmen kann, einfach mal ein Stück zurückstellst und dann können wir ihn mal zeigen komplett, denn er ist der Grund, warum ich bei euch auf dem Stand bin. Es ist eben die Folierung. Du kannst also mit wenig Aufwand das Ganze richtig schick machen. Man muss sowas nicht machen. Man muss sowas nicht machen, aber man kann es machen und es ist dann individuell. Wir haben ja grundsätzlich in der Serie eine Folierung auf den Fahrzeugen, die eben zum Rocket dazugehören, um das Erscheinungsbild zu unterstützen und zu individualisieren, genauso wie die Räder, die Aluminiumfelgen mit den All-Terrain-Reifen und dann in der Verbindung auch die Höherlegung. Das gibt dann schon ein einzigartiges und unverwechselbares Erscheinungsbild. Erstmal eine Frage, gibt es eine Möglichkeit, den nochmal aufzurüsten auf Allrad, zuschaltbar? Die Möglichkeit gibt es allerdings nicht über uns. Ich kenne jetzt in Frankreich einen Hersteller, der auf Allrad umrüstet. Das ist dann aber, Ich sag mal so, ist es meistens gar nicht notwendig, weil ich sag mal, das Fahrzeug ist sehr leicht, du hast Frontantrieb, die richtigen Reifen, Luftdruck ablassen, meistens sogar noch ein bisschen hilfreicher, oder? Genau, das hilft in den meisten Fällen genauso. So, das ist Optik, aber der geht auch gut durch die Höherlegung und allem drum und dran. Schlecht Wegefahrzeug, es klappt gut. Das klappt gut, so wie man das mit einem einachsgetriebenen Fahrzeug halt hinbekommt und die können da schon eine ganze Menge. Und mit den Rädern, so wie du gesagt hast, ist das auch in vielen Situationen völlig ausreichend. Die Zielgruppe hier bei dem Fahrzeug, was habt ihr? Zum Beispiel Familien? Familie, auf jeden Fall. Wir haben etliche Familien, die sogar mit drei Kindern froh sind, endlich ein Fahrzeug gefunden zu haben, wo man auch mit fünf Personen fahren kann. Und überwiegend werden die Fahrzeuge ja im Sommer genutzt, sodass auch viel draußen passiert und ich nicht nur auf das Fahrzeuginnenleben angewiesen bin. Aber nutzbar sind die Autos genauso gut im Winter. Rocket Camper, wo kommt das her? Wir sitzen zwischen Waiblingen und Schorndorf in Remshalden, im schönen Remstal. Etwas nördlich von Stuttgart. Okay, ja, ich hatte so die letzten drei. Ist ja eine Reisemesse, kriegt man viel erklärt, ja, aber ich bin ja ganz neu in Stuttgart. Stuttgart hat euch gefehlt, oder? Stuttgart hat uns gefehlt, genau. So, hier siehst du die Felgen. Was sind das für Felgen? Das sind Borbet-Felgen. Sind schön. So, die Traglast ist auch so wie es original. Reicht aus für die 3,5 Tonnen, die das Fahrzeug in Summe an maximalem Gewicht hat. So, dann habt ihr natürlich ein paar Details. Es fängt hier hinten an, die Dämmung, die hier drin ist, natürlich vom Feinsten. Amaflex, genau, wie man es in der Branche verwendet. Und die Stärke zwischen 25 und 19 mm, je nachdem, welcher Einbau zusätzlich noch erfolgt. So, was ist das hier? Ist es zum Beispiel für Schmutzwäsche? Das ist zum Beispiel ein Wäschesack, genau. Schmutzwäsche, dann habe ich sie gleich verstaut und aufgeräumt und kann den Beutel direkt mitnehmen. Boah, ist das schön, das will ich haben. Vor die das Waschmaschine ist, das ist gut? Und dann, das ist gut, das ist genial. Ist auch klein, das heißt, man kann es bei euch kaufen? Selbst wenn mal was Feuchtes drin ist, kann nichts gammeln, dadurch, dass das belüftet ist. Wir werden jetzt in Kürze noch in diesem Frühjahr mit einem Online-Shop an den Start gehen, wo man das Zubehörprogramm auch kaufen kann. So, und was ist das hier oben? Das ist eine Verdunkelung. Das ist die Verdunkelung und gleichzeitig auch Fliegenschutz. Und du kannst beides hoch? Mit Magneten, genau, man kann beides hoch machen. Das ist magnetisch, das sind sogenannte Ferrostreifen auf die Innenverkleidungsplatten geklebt und dann kann ich das hier einfach arretieren. Wow. Das Fliegenschutznetz runterlassen.
Da guck mal hier, also das Ganze, natürlich auch der Boden, der wurde komplett nochmal bearbeitet. Ist das jetzt Sandwich oder was habt ihr da drauf gemacht? Das ist so eine Art Sandwich, genau. Da ist natürlich auch Armaflex-Isolation drunter, dann entsprechende Holzleisten, um die Profilierung der Grundkarosserie auszugleichen und darauf dann eben noch ein Holzbelag und speziell in der Heckgarage dann diese gummierte Oberfläche. So, aus dem Querschläfer. Der Ducato bietet ja Werk, ich glaube 1,95, oder? Ja, knapp 1,95, genau. Ganz anders als MAN und VW und Mercedes, die ja doch viel stärker eingezogen sind in der Seitenlinie, sodass da die Breite ganz anders ist. So, ihr wolltet es wissen, ihr habt alles nochmal modifiziert, sogar hier die Scharniere? Ja, na, das sind die Serienscharniere, aber drumherum ist halt... Ihr habt es lackiert oder ist das Serie? Oder? Das sieht jetzt so aus wie eine Folierung, oder? Das Auto hat Grundfarbe weiß und die Folierung ist blau. Wie cool. Ja, ist eine schöne Folie. Lebensdauer von der Folie, was denkst du? 6 Jahre, 7 Jahre? Ja, mindestens. Okay, ja. Die drauf ist. Ja. Also das mattblau, das fixt die Leute auch an hier auf der Messe, oder? So, ja. Dann bitte mal hochheben. Folie oder was habt ihr drunter? Ja, oder Folie. Oder der Marktbegleiter, den sieht man auch immer öfter. Folie. Das Original. Das Original, genau. Kann man dann hochstellen. Einmal um B und entladen, also Fahrräder quer reinstellen mit Gasdruckfedern. Vorderrad, Gasdruckfedern. Die ich dann zusätzlich sogar arretieren kann, sodass ich das als Lümmelfläche dann auch nutzen kann. Sicher nutzen kann, ohne dass genau, du Angst haben musst. Ich wieder umlege. Okay. Also in die andere Richtung genauso, um den Blick in die Natur zu genießen. So, ich zeige euch mal was. Ja. Und das ist Fiat Ducato. Bitte lasst das mal oben und steigt da mal ein, dass man mal einen Größenvergleich hat. Einfach nur mal reinsetzen, also dass man mal sieht, wie groß du bist. Und dann siehst du auch mal, das ist mit nichts vergleichbar. Also du hast hier diese Breite, die hast du im Sprinter einfach nicht. Das ist das Problem, oder? Genau. Das ist der Unterschied zwischen dem Fiat und den anderen Herstellern. Das ist echt riesig. Also, komm mal mit. Ihr macht jetzt nur Fiat oder macht ihr auch irgendwas anderes? Nein, wir machen auch, klar, die baugleichen Fahrzeuge Peugeot. Vorne steht ein MAN TGE. VW Crafter ist genauso möglich. Spielt keine Rolle. Wir auch aus. Nein, genau. Gott, sehr schön. Komm mal mit. Das müssen wir mal schauen. Aber das richtig Tolle beginnt eigentlich im Innenraum. Hier ist also nichts von der Stange, kein Standardgrundriss. Alles ist anders. Genau, alles ist anders. Das war die Idee, auf minimalem Raum maximale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Ist er hier 6 Meter? Oder? Der ist 6 Meter, genau. Die mittlere Länge, die bei Fiat im Programm angeboten wird und ist jetzt hier in dem Fall ausgelegt für 4 Personen. Ich kann aber noch einen dritten Sitz hier einbauen, genauso den gleichen, wie da schon drin sind. Und dann habe ich auch einen 5-Sitzer. Also ich zeige euch das mal gerade. Das ist Ausbau in Kleinserie, muss man ja sagen. Ihr habt ja kein Fließband, ihr macht das individuell. Wie lange braucht ihr für so einen Ausbau und wie viele Leuten? So 4 Wochen, 6 Wochen? Ja, höchstens. Höchstens, genau. Okay. Ja. Aber ich sag mal, wenn man sowas selber bauen müsste, müsste man ungefähr wie viele Gewerke können? Also man müsste Metall, Nichtmetall, Kunststoff im Kleben zu Hause sein, Elektrik. Müsste man ein bisschen sich auskennen, um eben auch Solaranlagen oder sonstige zusätzliche Einbauten vornehmen zu können. Holz, klar. Also das hier. Also sind alle Gewerke des Automobilbaus quasi gefragt. Das ist jetzt mal eine Frage, was ist denn das für eine Matte hier? Die ist ja schon mal sehenswert. Die ist aus unserem Zubehörprogramm Rocket Gear. Ihr habt sowas? Ja. Und demnächst gibt es einen Shop? Und demnächst im Shop. Ich werde Stammkunde bei euch, ja, weil super. Die Mappe, ich habe zurzeit eine von Ikea da liegen, die ist so potthässlich bei mir im Dings und das ist wirklich ordentlich und das ist natürlich toll, die kannst du absaugen, da wird der erste Schmutz schon mal gesammelt, dann der Boden, was hat der Boden, Vinyl hier drin? Ja, genau. So, und dann gehen wir rein, die Stehhöhe, dann habt ihr oben, das ist mir direkt aufgefallen, als ich hier reingefilmt habe, ja, ihr habt ein eigenes Passteil entwickelt, was hier oben reinkommt. Genau, die sogenannte GFK-Kuppel. Die wir hier in jedes Fahrzeug einbauen. In den ganz kurzen Fahrzeugen mit 45 ist sie ein bisschen modifiziert, aber ansonsten ist sie in jedem Fahrzeug drin. Guck dir mal das Raumgefühl an, das kriegst du wirklich nur beim Fiat hin. Es ist also, wenn du im baugleichen Sprinter stehst, dann denkst du, du wirst erschlagen. Und hier im Fiat hast du einfach nur noch Raum, oder? Ja, ist halt der kubischen Form des Fahrzeugs in Summe geschuldet, dass man hier eben ein tolles Raumgefühl hat. So, dann kannst du hier rübersteigen. Was ist da drunter? Kochstelle, oder? Genau, hier ist die Kochstelle drunter. Die klappe ich auf. Dann habe ich das nicht nur als zusätzliche Arbeitsfläche, sondern gleichzeitig auch als Spritzschutz. Diese Flamme gibt es auch doppelt, also man kann auch 2 Flammen bekommen, wenn man das möchte. Ansonsten ist das eben auch Arbeitsfläche, die zur Verfügung steht. Betrieben mit Gas, Gasflasche ist hier unten drin. So, und dann ist hier ein Spülbecken. Genau. Auch das nicht gerade klein. Auch das nicht gerade klein, ganz genau. Mit integriertem Frischwassertank. Der hier auch in diesem Herzstück, so nennen wir dieses Möbel. Sag mal, was ist das denn hier? Verbaut. Ihr habt,
ihr habt eine Spülstelle mit integriertem Tank reingemacht. Genau. Sowas habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen, und ich habe viel gesehen. Ja. Ich habe da eben schon gesagt, ich habe viel gesehen, aber das Auto ist ganz anders, oder? Das Auto ist ganz anders, das war das Ziel. Genau, befüllbar von außen über die Serviceklappe mit dem Schlauch, einfach dann hier den Verschluss aufmachen und befüllen. So, warte mal, die Simone ruft gerade an, die holen wir mal gerade live rein, denn die sucht mich schon die ganze Zeit, die soll mal hierher kommen. Ob wir die mal ganz kurz, nee, ist sie nicht, aber wir zeigen das mal gerade. Zeig mir mal diese Klappe da, was ist das da? Das ist die sogenannte Serviceklappe, die wird jetzt nicht ganz aufgehen, weil das nächste Auto, doch, die geht, hier ist ein Gang daneben. Ja. Die lässt sich halt da kannst du Bier abstellen. Kannst du ein Bier abstellen oder auch dein Duschgel, wenn man draußen duschen will mit der Brause hier. Die Außendusche. Genau. Serviceklappe mit Band zum Halten. Ganz genau. Auch noch nie gesehen. Ja. Da muss ich mich nicht immer bücken, um das Duschgel von der Erde hochzuholen, falls ich da draußen mal dusche. Aber es ist so einfach manchmal, ja? Es ist manchmal ganz einfach, man muss nur drauf kommen. So, das ist das CBE-Bedienpanel hochkant. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Genau. Wer kommt denn auf die Idee, das mal hochkant zu setzen? Das ist ja krass. Das ist schön. Wir haben einen genialen Inhaber, den Sven Lutzak, der schon viele, viele, viele Jahre Erfahrung in der Reisemobil-Camping-Branche hat, weil er eben in unterschiedlichsten Funktionen schon tätig war. Und der ist auf diese ganzen Ideen gekommen und hat sie umsetzen lassen. Toll. Also du hast ein tolles Raumgefühl. Draußen ja. Ist irre laut. Und hier drinnen, jetzt sind noch alle Türen offen, ist sehr leise. Es ist ein sehr pragmatisches Auto. Das heißt, also alles ist gedacht für einen Outdoor-Menschen. Aber es gibt ja auch Leute, die wollen, die sind gar nicht so Outdoor, die wollen einfach ein Alltagsfahrzeug haben, was unglaublich robust ist. Ist das hier so? Das ist hier so, genau. Also praktisch ein Tier, so ein Arbeitstier, so ein kleines. Ich kann den, meine mit 6 Meter Gesamtlänge sind wir ja durchaus noch in dem Rahmen eines Fahrzeugs, das ich auch im Alltag bewegen kann. Und ein Viersitzer ist es in jedem Fall mit diesen Sitzen. Und die Schnierlesitze sind so schön. Warte mal, ich zeige mal gerade, das sind schöne Designsitze, kommt ja eigentlich aus dem Busbau, aber die kann man natürlich toll einsetzen. Ist doch für die Reise ganz angenehm, man kann ein bisschen sich bequem hinfläzen und ist trotzdem vernünftig gesichert, weil der Gurt immer am Körper anliegt. Isofix ist drin, auch für die Kindersitze. Du hast Schlafsitze. Genau. Mhm. Reisebus-Feeling. Reisebus-Feeling, die du drin hast. Also das ist ja so. Und das Ganze ist auf Airline, oder? Ja, auf Airline. Ja, das Ganze ist auf Airline-Schienen, sodass ich es auch rausnehmen kann. Sag mal hier, der Tisch hat kein Bein. Der Tisch hat kein Bein. Warum nicht? Weil es stört. Okay. Beim Ein- und Aussteigen. So, und dafür habt ihr wahrscheinlich irgendein Trapez entwickelt, oder? Dafür haben wir hier dieses Y-förmige Haltesystem. Ach, da entwickelt. Oben! Hier hängt der Tisch an dem Band. Fest verschraubt in die Dachspiegel der Karosserie des Fahrzeugs. Also da passiert gerade gar nichts. So ein Kräftedreieck. Genau, und ist hier voll belastbar und wackelt auch kein bisschen, auch nach 3 Jahren Gebrauch nicht. Warte, ich zeig dich mal gerade komplett, dass man das mal sieht, wie du da bist mit diesem Tisch, der dabei ist. Man kann das ja auch so bauen, dass man gar keinen Platz mehr hat, ja? Das habt ihr nicht gemacht. Wenn ich hier vorne sitze, ist natürlich die Kombination aus den Hölzern und den Möbeln und so weiter ganz toll. Jetzt hast du die Leiter, das ist eine Klappleiter, die kannst du einfach zusammenlegen. Dann dieses Raumgefühl jetzt hier drin im 6 Meter, dadurch, dass ihr ganz spartanisch mit den Möbeln gearbeitet habt. Das heißt, ihr habt die nicht direkt gegenüberstehen, immer verteilt. Das ist, das fühlt sich... Ich habe überall dieses Kederschienensystem und kann eben aus dem Zubehörprogramm hier noch Taschen einhängen, die ich natürlich auch mit Utensilien bepacken kann, je nachdem, wie der Bedarf gerade ist. So, wenn es einer kommt, ich will unbedingt eine Dusche haben. Geht sowas? Nein. Innen? Okay, das macht ihr nicht. Das mache ich. Okay. So, lass mal kurz gucken, was kann ich alles noch entdecken. Das habe ich soweit gesehen. Da ist der Kühlschrank mit drin, da sind noch ein paar Staufächer mit drin. Ein Moskitonetz. Dann habt ihr an der Seite. Genau. Okay, lass mal ganz kurz gucken, wenn ich hier einmal kurz reingucken darf in so ein Fach. Ja, natürlich. Ich nehme gerade die Leiter mal hoch. Gerne, gerne. Dass wir uns hier frei bewegen können. Die kannst du ruhig hochlegen. Ich filme gleich einmal rein, das langt. Da muss jetzt keiner hochsteigen, dass wir das haben. Ah, da oben kommt sie rein. Okay. Ja, da kann man so reintun, man kann es auch in die Heckgarage legen. So, nur mal gerade, wie das hier gesichert ist. Ich nehme mal an, da habt ihr eine Transportsicherung irgendwie. Ja, hier ist eine Verriegelung oben drin, da greife ich hinter. Ist Klo. Hier ist jetzt die Toilette, genau. Auch als Trenntoilette darstellbar. Und gleichzeitig der Aufstieg ins Bett. Ah, okay. Das heißt, darüber kommst du hoch, wenn du nicht dich rückwärts drehst. Ja, genau. Da kann ich einfach drauf steigen, das ist stabil genug. Und dann eben ab in die Falle. So, Strom, was hat der denn Strom hier drin? 12 Volt, 230 Volt, Steckdosen. Also Wechselrichter, Lithium, das alles? Genau, alles machbar, Solaranlage auf dem Dach.
So, die Schränke, wie sind die jetzt hier befestigt, fix hier im Auto? Die Schränke sind fix befestigt. Also diesen, wir haben hier in der Decke haben wir sogenannte Montagehölzer eingeklebt, in den Bereichen, wo die Decken, wo die Schränke, Entschuldigung, eben in die Decke verschraubt werden. Und an der Rückwand greifen sie mit zusätzlichen Hölzern einfach hinter das sowieso vorhandene Karosserie, Blechspiegelprofil und werden damit da arretiert. Also verschraubt sind sie nur oben an der Decke. So, und das ist natürlich was richtig Tolles. Das kannst du mitnehmen, oder, nehme ich an? Ja, genau. Wenn ich jetzt auf dem Campingplatz stehe und habe eine Infrastruktur im Sanitärbereich, dann brauche ich die Taschen ja hier nicht. Dann sind die hier abknöpfbar und ich nehme meinen Kulturbeutel, so wie er ist, mit. Auf beiden Seiten. So. Auf beiden Seiten. So, das Klo, du kannst auch vereinzeln, wie ich sehe. Also genau, rechts und links Vorhänge. Man will ja nicht, wenn man sein Geschäft... Vorhänge. Okay. Kann man genau zumachen. Dass ich mich zumindest optisch vereinzeln kann. Ganz genau. Eine ganz kleine Bitte, wenn du mir mal einmal zeigst, warte, ich zeig mal gerade das Schlafdach, wo wir hier drin sind. Das Schlafdach habt ihr aber jetzt nicht selber gebaut. Doch, das ist unser eigenes. Das ist eigenes. Eigenentwicklung und lassen wir anfertigen und klar, montieren es natürlich auch selber. So, ihr habt ein kleines Heki im Dach, weil ihr es könnt? Weil wir es können, genau. Und der Kunde es möchte, dann bekommt er das. So eine Edelstahlstange oben dran, das ist auch nett. Ja, als Zuziehhilfe, denn ich muss das Dach ja am Ende fest verriegeln und in so einem großen Volumen entsteht natürlich auch schnell mal ein Überdruck, wenn ich es zuziehe, weil da ist ja Luft drin, die muss irgendwie raus und dann kann ich natürlich mit dieser robusten Stange sehr gut nachhelfen. Das Dach ist nicht elektrisch, oder? Nein. Okay, also das funktioniert immer quasi. Das funktioniert immer, solange die Muskelkraft nicht ausgeht. So, wenn du mal so nett bist und mal rauskommst, komm mal raus bitte. Kannst du die mal zumachen, weil da ist zurzeit ist hier ein Dings noch drin. Ja, ja, mach mal weg. Ich will nur einmal hören, wie sie klingt. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. So eine Ducato-Tür kann auch ganz schlimm klingen. Nochmal bitte. Ja, ich bin so, ich hab so einen Fetisch für Tür. Das war richtig satt. Und nochmal zu bitte, mach einmal bitte. Ja, so muss das klingen, oder? So muss das klingen. Also nicht klong, sondern... Nicht klong, und hinten einmal? Klung. Weil du kannst mir einen riesen Gefallen tun. Du kannst den ganzen Tag für mich Türen auf und zu machen. Aber daran erkennt man schon relativ viel, finde ich. Also wenn man, ich sag mal, Thema Klapperverhalten. Das ist ja auch so, wenn irgendwas rappelt und klappert und... Okay, und die zweite, jetzt bin ich mal gespannt. Der... Hast du gehört? Ja. So richtig satt. Ja, cool. Echtglas würde gehen, theoretisch, wenn einer unbedingt haben will, irgendwie? Würde theoretisch gehen. Hat jemals einer gewollt? Nee. Okay. Also in der Praxis will das keiner. Das habe ich jetzt auch gesehen. Und hier siehst du also ganz toll, ihr habt tolle Farben. Da oben habt ihr ein Dachzelt drauf gemacht. Genau. Eigentlich seid ihr auf der falschen Messe, oder nicht? Aber wir gehen auf die anderen Messen auch. Abenteuer seid ihr auch? Ich denke mal, ich weiß es gar nicht genau. Also hier habt ihr schöne Deltas drauf gemacht. Das ist so, ist natürlich nicht so oft zu sehen. Also Deltas hier auch höher gelegt, das Ganze. Da bist du auch schnell wieder direkt bei 100.000 oder bei dem, oder? Ja, das ist so. Da kommt man dann schon knapp an den sechsstelligen Bereich. Das ist richtig. So, aber hier hast du was ganz Schönes. Das gleiche Konzept eigentlich, plus minus? Das gleiche Konzept, nur eben auf 60 cm weniger Fahrzeuglänge. 45, oder? 5,40 m. Deswegen ist der Innenraum, also das Bett hinten, hat dieselben Abmaße wie hier in dem M. Also in dem 6-Meter-Fahrzeug. Weißt du was, also wenn du noch ganz kurz Zeit hast, würde ich den auch noch gerne machen, weil die 45er, da muss man besonders gut arbeiten. Und genau. Das ist so. Vielen Dank zum Einschalten. Wir sind bei Rocket Camper, das Ganze in der Nähe von was ist Stuttgart? In der Nähe von Stuttgart, genau, zwischen Waiblingen und Schorndorf, Remshalden im schönen Remstal. Es gibt euch schon länger, oder? Es gibt uns seit 2017. Vielen Dank. Und du bist der? Andreas. Andreas. Tschüss, Andreas. Danke.